Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wir haben einen neuen Monat und da darf eines nicht fehlen, das neueste Video zur aktuellen Situation in Kuba. Jetzt im April 2022. Bevor wir starten, habe ich jedoch noch ein Anliegen. Knapp 60% meiner Zuschauer haben meinen Kanal gar nicht abonniert. Tut mir einen Gefallen und abonniert meinen Kanal, wenn ihr an Themen rund um Kuba interessiert seid. Ja, um auch sicher kein Video zu verpassen, aktiviert vielleicht sogar noch die Glocke. Ich danke euch. Und nun geht es los mit dem Video. Starten wir wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Hin und wieder erhalte ich die Frage nach der Website, in der man den aktuellen Kurs einsehen kann. Schaut hierzu einfach in die Videobeschreibung. Dort sind alle Links immer hinterlegt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der inoffizielle Wechselkurs bei 117 Peso für 1 Euro. Der Kurs ist bei dem Wert die letzten Wochen relativ stabil. Wir erinnern uns, der offizielle Kurs liegt bei 27 Peso für 1 Euro. Oft werde ich auch gefragt, wo man das Geld am besten tauschen kann. Hierzu hatte ich ein extra Video gemacht, aber um die Frage hier nochmal konkret zu beantworten, wenn ihr inoffiziell tauscht, müsst ihr euch im Klaren sein, dass dies nicht legal ist. Demzufolge sollte man das nur mit Personen machen, denen man, zumindest ein Stück weit vertraut. Und auf keinen Fall öffentlich auf der Straße. Die Kubaner tauschen inoffiziell, da es aktuell keine andere Möglichkeit gibt, an Devisen zu kommen. Wenn man also in den MLC-Geschäften einkaufen möchte oder Devisen in Bar benötigt, um bei Botschaften die Gebühren zu bezahlen bzw. generell ausreisen möchte, dann hat ein Kubaner aktuell nicht viele Möglichkeiten. Als Tourist ist es natürlich etwas anders. Vielerorts und vor allem in touristischen Gebieten kann man Dienstleistungen oder auch Restaurantbesuche, Eintrittspreise in Euro zahlen. Dabei wird oft ein Wechselkurs angewendet, der sich irgendwo in der Mitte befindet. Zum Beispiel 70 Peso für 1 Euro. Um das mal etwas klarer darzustellen, hier nochmal ein konkreteres Beispiel. In meinem Video Döner in Havanna seht ihr auch die entsprechenden Preise. Ein Döner hat zum Beispiel 300 Peso gekostet, beziehungsweise war auch so ausgeschildert. Es lohnt sich zu fragen, ob man auch in Euro bezahlen kann. Dies wird oftmals akzeptiert. Wir haben also die Möglichkeit, 300 Peso in Peso zu bezahlen. Dafür müssen wir vorher das Geld natürlich tauschen. Bei dem offiziellen Kurs von 27 Peso für 1 Euro sind wir hier also bei 11,11 Euro. Bei dem inoffiziellen Wechselkurs von 117 Peso für 1 Euro liegen wir bei 2,56 Euro. Entscheiden wir uns direkt mit Euro zu bezahlen, sofern es möglich ist, bekommen wir bei einem mehr oder weniger Wert von 70 Peso auf 4,29 Euro. Um es kurz zu sagen, wer überwiegend in touristischen Gebieten unterwegs ist, benötigt so gut wie keine Peso. Wer individuell reisen möchte, dem kann der inoffizielle Kurs die Reise etwas günstiger werden lassen. Man muss also für sich entscheiden, wie man vorgeht und für sich wissen, was für ein Reisetyp man ist. Die Inzidenz in Kuba geht mal hoch, mal runter. Insgesamt muss man sagen, dass diese immer noch auf einem geringen Niveau ist. Auch wenn sie zuletzt wieder leicht hochging. Um es in Zahlen auszudrücken, Kuba hat eine Inzidenz von 50. Die Impfquote liegt bei 94% für mindestens einmal geimpfte Personen. 87,6 Personen sind vollständig geimpft. Und geboostert sind 55,4%. Insgesamt sieht es also gut aus. Die Einreisebestimmungen. Diese haben sich seit dem letzten Mal nicht verändert.
Personen über 12 Jahre benötigen neben einem vollständigen Impfnachweis, also mindestens 2 Impfungen, außerdem noch einen negativen PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden. Außerdem ist die Erklärung zum Gesundheitszustand abzugeben. Das erfolgt verpflichtend online über die Seite De Viajeros. Hierzu habe ich ein Video dazu in der Infocard verlinkt. Außerdem gibt es eine Änderung bezüglich der obligatorischen Touristenkarte. Das kubanische Außenministerium hat ein Online-Formular vorgestellt, um die Touristenkarte zu erwerben. Ja, und dann schauen wir uns hier mal die entsprechende Seite an. Wir sehen, wir haben hier die Sprachauswahl Englisch und Spanisch. Bei uns war in dem Fall Englisch vorgegeben. Wenn ihr Google Chrome benutzt als Browser, habt ihr die Möglichkeit, Google Translator, also den Übersetzer, zu implementieren und dann die entsprechende Seite auch ins Deutsche zu übersetzen. Hier haben wir nun eine Auflistung von Ländern. Und wenn wir Deutschland so erstmal auf die Schnelle nicht finden, gibt es auch eine Suchfunktion. Hier haben wir jetzt also entsprechend einfach mal in Germany eingegeben, Buscar für Suchen. Und dann haben wir hier auch schon Germany Berlin und Germany Bonn gefunden. Und dann wären wir hier auf der Seite und müssten uns hier durch die entsprechenden Seiten klicken. Die Papierform hat jedoch weiterhin Gültigkeit. An dieser Stelle möchte ich meinen Partnerlink bei CubaBuddy erwähnen. Wer von euch nach Kuba fliegt und noch keine Touristenkarte hat, der kann diese gerne über meinen Link erwerben. Das bedeutet 0 Mehrkosten für euch, aber eine kleine Unterstützung für mich und meinen Kanal. Danke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und lasst mir gerne einen Kommentar da. Diese Interaktion sorgt dafür, dass mehr Menschen dieses Video vorgeschlagen wird. Ach, und wenn ihr gerade dabei seid, abonniert meinen Kanal, wenn ihr an Themen rund um Kuba interessiert seid. Ich danke euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.